it's not quite there. You kick it home and say it's just not fair. Aber das ist gut, jetzt brauchen wir uns nicht mehr darum zu kümmern. Zu gießen oder sonst irgendwas, das macht er jetzt automatisch. Einmal kurz gießen und fertig ist die Scheiße. Ich frage mich, ob es dann auch eine endgültige Schaufel gibt, wo du einmal gräbst und es ist ein riesen Teich da. Sonst irgendwas. Ach ja, so ein bisschen Gartenarbeit tut ja auch mal ganz gut. Ich glaube, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte, als ich gesagt habe, ich bin ja wieder ein bisschen viel an... vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben oder sowas. Ich bin einfach zu faul, in ein Fitnessstudio zu gehen und da die ganze Zeit rumzudödeln, weil es einfach keinen Spaß macht. Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps, wie man auch zu Hause ein paar Pfunde verlieren kann. Wie gesagt, seitdem ich jetzt hier nicht mehr arbeiten bin, habe ich ordentlich zugelegt, ey, richtig... Speckröllchen dazu gekriegt. Was ich vorher nie für möglich gehalten habe, ganz ehrlich. Wenn jemand damals gesagt hat, ich würde irgendwann mal ordentlich zunehmen können, hätte ich ihn ausgelacht. Ernsthaft. So, das wollen wir mal wieder. Alles loswerden hier. Weißt du was? Komm, Arschlecken. Weg damit. Weg damit. Weg damit. So, wir sind jetzt los. Die Monkeys sind jetzt los. Die waren jetzt nichts, was ich unbedingt behalten wollte. Ich wollte gerade sagen, wächst das hier überhaupt? Das sieht aus, als wenn es überhaupt nicht mehr wachsen würde. Tja. Hier. Keine Ahnung, wann der mal fertig sein soll. Jetzt haben wir mal hier den Teich noch ein bisschen vergrößert. Auch ganz nett. Ich möchte halt hier noch den Durchgang ein bisschen lassen halt hier, so dass man hier noch so ein bisschen langlaufen kann, ohne dass man ins Wasser steigen muss. Ey, da haben wir jetzt schon wieder zwei saure Viecher dazu bekommen. Und das Highlight ist ja immer noch wohl ganz klar, ey. Also ich bin dafür, dass wir den als neuen Chico und Chica verwenden. Ich wollte eigentlich ja einen Donut als neues Chico und Chica verwenden. Aber es kommt nicht, da könnte man eigentlich das Crawler benutzen. Ist doch auch voll süß. So, ja, wann kriegt er mal Erfahrungspopel? Na, endlich! Pups. Normalerweise zwei Level, wahrscheinlich ist das jetzt nur ein Level gewesen oder so. Bams. Wahrscheinlich sind diese Punkte, so viele musst du jetzt machen, um das nächste Level zu erreichen oder sowas. Level 25. Mal gucken, ob wir damit ein neues Pinata anlocken können. Wer weiß. Sicher sein kann man sich da nie. Level 25, ey. Meine Fresse. Was braucht dieser Crawler eigentlich jetzt eigentlich alles? Zwei Showbys gegessen, okay. Und Fragezeichen, Fragezeichen. Showbys können wir uns ja jetzt kaufen. Das ist jetzt nicht so das Problem. So, und
schön sauber machen hier wieder. Das kann man hier lassen. Da kann man hier hin. Die kommen schön weg von dort. Der auch. Der kann bleiben. So, ein bisschen mehr Kohle gemacht, ein bisschen mittiger. Ich habe keine Ahnung, was das hier mal werden soll, ey. Ja, yeah, grüner Meisterdaumen. Was zum Teufel bist du? Ausschalten hier. Ich habe die Füchse schon ewig nicht mehr gesehen. Ach, hier sind sie ja. Dom und Salvas. Beide noch da. Gott sei Dank. Du schon wieder. Was eigentlich mit dem anderen? Mit diesem Umwühler. Ich habe doch sein Dings deaktiviert, richtig? Ja. Hab ich auch. Zeig doch mal hier. Haben wir denn da nichts Neues? Nein, nicht deine, deine. Oh, Schwanenbrunnen. Aber wir haben noch, noch nicht dieses neue Dingens bekommen, ne? Nee. Zeig doch mal. Ja, zeig doch mal. Das sieht aber schön aus. Das sieht aber sehr, sehr schön aus, Leute. Ohne Witz. Und? Das wegmachen. Wo ist der Rowdy? Rüff ist weggerannt, okay. Was das war? Vielleicht etwas, was ich schon lange nicht mehr gehört habe? Tatsache, und er frisst einfach mal. Also du hast gerade meine Pflanze gefressen, ey. Wer, du haust es einfach so ab. Schon ewig nicht mehr gehört. Kaufen. Dreckstaffli! Na ganz ehrlich. So atemberaubend schön sieht die jetzt auch nicht aus. Dass man das jetzt unbedingt behalten müsste. Sieht tipptopp aus. Was?
Oh, ich habe ein neues Kapitel im Geschichtsbuch freigeschaltet. Ich möchte es nur ansehen. Fick dich. Ich dachte, könnte man so leichter hinkommen. Aber gut, machen wir es auf die altmodische Art und Weise. Neues Kapitel jetzt. Bin ich auch mal gespannt, ey. Nein, das war falsch. Ich lern's nie, Leute. Ich lern's nie. Kapitel 9. Ich wurde an den Strand gespült. Und als ich versuchte, mich zu bewegen, wollten meine Beine mir nicht gehorchen. Ich kämpfte mich zur Mitte der Insel vor. Dort fand ich eine schäbige Hütte, vor der ein alter Mann saß. Willkommen auf meiner Insel, sagte er. Ich hätte auch allein überlebt, aber er sah aus, als könne er Hilfe gebrauchen. Ich kroch zu ihm hin und erzählte ihm ein unglaubliches Abenteuer auf der Suche nach einem Dragonash. Der alte Mann kratzte sich am Kinn und meinte dann, ich glaube, man hat dich hinters Licht geführt. Mir wurde plötzlich klar, dass ich meine Kinder einem betrügerischen Gauner überlassen hatte. Ich forderte den alten Mann auf, mir zu helfen, wieder nach Hause zu kommen. Es ist nicht gerade nett, so schnell wieder zu verschwinden, meinte der alte Mann. Ich bin 65 Jahre alt und habe noch all meine Zähne. Ich bekomme nur noch selten Besuch, also bleib doch auf einem Plausch und ich werde mein Bestes tun, dir zu helfen. Ich verbrachte den Nachmittag damit, Tee zu trinken und dem alten Mann zuzuhören. Er stellte sich heraus, dass er ein Butler war und jahrelang seltsame und wunderbare Dinge aus der Erde hervorgeholt hatte. Bei einem dieser Dinge handelte es sich um ein großes Ei, das, wie der alte Mann sagte, einem Dragonash so nahe kommt wie nur irgendwas. Schließlich trug mich der Butler zur Küste runter. Dort hatte er ein Boot, mit dem er seine Tochter besuchte, die auf Pinata Island lebte. Der Butler war bereit, mich an den trügerischen zurück zu meiner Familie zu sehen. Aber Kapitel 8, das hatten wir, ne? Ja. Okay. Da geht's ja heiß drunter und drüber, Leute. Mein Gott. Ich muss nur merken, wo das war. Nicht, dass ich da aus Versehen Musik drüber spiele. Weil das wäre auch relativ scheiße. Hä, Crowder? Ja, leg dich mal schlafen, Schnuffel. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Wie so oft. Weiß ich nicht, was ich machen soll. Ey, wirklich, ich würde am liebsten so einen komplett Neustart, sprich, alles in den Garten zu verkaufen. Ich werde mir natürlich den Namen aufschreiben, neue Pinatas dazu holen und die Pinatas wieder danach benennen, nach euren Namen. Ganz klar. Aber einfach nochmal, um das nochmal komplett neu machen. Man sieht ja, es ist so mittig alles komplett zugebaut und außenrum ist alles so leer und so offen und sowas halt, ne? Apropos, euren Namen behalten. Wenn ihr unbedingt einem Pinata einen Namen geben wollt, schrottet es in die Kommentare oder mir als persönliche Nachricht. Und ich schau mal, was sich machen lässt. Wir haben noch viele Pinatas offen, die keinen Namen haben. Ja, die kann man natürlich nach eurem Namen benennen oder nach eurem Wunsch von euch. Was ist denn das? Achso, und als anderes, was ich euch noch anbieten kann, wenn ihr Musik macht oder ihr kennt einen, der Musik macht, sagt ihm mal, er soll mir Bescheid geben. Ich würde seine Musik gerne verwenden oder ihre Musik gerne verwenden. Dafür würde ich euren Kanal in die Videobeschreibung schroten, sodass jeder zu jedem Zeit darauf zugreifen kann und eurem Kanal einen Besuch abstatten kann. Das ist schöne Werbung für euch und ich habe ein bisschen Musik, die ich hier mal... Da war doch gerade geschrieben, das ist mein Leben, aber auch das ganze Leben vieler anderer in einem Text zeigt, dass wir gleich sind. Jeder hat mal es passiert, dass wir Entscheidungen bereuen und uns verstellen, statt zu weinen und zu lachen. Wenn wir es gar nicht wollen, so ist das Leben jeder einzelne. Habe ich Flatterscotch? Im ganzen deinem inneren Konflikt tritt auch jeder in sich. Das passiert tausendmal. Oh Scheiße. Verrennst du dich ins Nichts und verletzt offene Wunden, machst du mit der Traumfrau Schluss.
Haus sind die Eltern so krank. Das passiert zigmal, aber fick dein Verstand. Das passiert tausendmal, jede Stunde und Sekunde. Verrennst du dich ins Nichts. Na, sonst müssen wir welche jagen, aber ich weiß nicht, ob ich... Du mit der Traum vor Schluss, sind die Eltern so krank. Sorry. Das passiert zigmal, aber fick dein Verstand. Flatterscotch, Flatterscotch, Flatterscotch. Was im meisten der Welt ist ein Flatterscotch? Hab ich die oder hab ich die nicht? Alles bleibt in Schwarz, wenn du hoffst, es wird besser. An diesem Tag hast du die Fakten ausgeblendet. Es passiert, dass du verlierst in diesem kleinen Platz, wo du innerlich dann stürzt. Ich hätte dir früher gesagt, doch hatte Angst vor deiner Reaktion. Es passiert, ich hab die Augen verschlossen. An manchen Tagen ist es schwer. Ich erinnere mich daran, wo wir früher beide waren. Weiße Flatterscotch. Und sie schießen auf dich, du siehst Erinnerungen schwinden. Und meist kommen die Neider mit dem Messer von hinten. Du willst den Scheiße, die hätte ich kaufen können. Nee, Moddrop hatte ich. Stimmt, Moddrop. Aber weiße Flatterscotch hatte ich da noch nicht, oder? Das lässt sich schnell herausfinden. Und zwar bei ihr. Moin. Die Eltern so krank, das passiert zigmal, aber fick dein Verstand. Das passiert tausendmal, jede Stunde und Sekunde. Verrennst du dich ins Nichts? Nee, wir haben nur Moddrops. Wir hatten keine weiße Flatterscotch bis jetzt. Das passiert zigmal, aber fick dein Verstand. Gut, dass ich nein gesagt habe. Das ist schon mal ganz gut, dass ich dann nein gedrückt habe. Oh! Das ist... Müll! Mozipan! Ja, du hast mich so in die Enge getrieben! Wir hatten gerade 50.000 Schokomünzen, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst.